Winterdienst, Bayern ersetzt Salz durch Grundwasser. 23.000 Kilometer, so groß ist das Straßennetz, das in Bayern jedes Jahr im Winter vom Winterdienst betreut werden muss. Dafür wurden letzte Saison etwa 326.000 Tonnen Streusalz von 3.000 Mitarbeitern auf den Straßen und Autobahnen des Freistaates verteilt. Das ist nicht nur ökonomisch aufwendig, sondern Streusalz ist auch ökologisch nicht unbedingt die beste Alternative. Auf der Suche nach Alternativen ist man nun auf das Gurkenwasser gestoßen. Gurkenwasserrecycling im Streudienst. 17.000 Tonnen Gurken werden Jahr für Jahr von der Firma Deverey Senf und Feinkost GmbH mit Sitz im niederbayerischen Dingolfing zu Gewürzgurken verarbeitet. Bei diesem Prozess entsteht Gurkenwasser. Und genau das soll künftig dabei helfen, Bayernstraßen vom Schnee zu befreien. Gurkenwasser ist salzhaltig und lässt sich recht wenig Aufwand in Salzsohle umwandeln. Diese wiederum kann dann im Winterdienst eingesetzt werden. Da es sich dabei praktisch um Recycling des sowieso entstehenden Gurkenwassers handelt, gelangt weniger Salz in die Umwelt und diese wird entlastet. Die Herstellung der Salzsohle für den Winterdienst war bisher Aufgabe der Straßenmeistereien. Die dahinterstehenden Prozesse waren aufwendig und teuer. Die Salzsohle aus Gurkenwasser dagegen kann kostengünstig hergestellt werden. In einem Testprojekt soll die Methode nun in einem Umkreis von 100 Kilometern um Dingolfing getestet werden. Nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr könnten so in diesem Winter 700 Tonnen Salz und 5,9 Millionen Liter Wasser eingespart werden. Wenn das Projekt erweitert wird, würden die Einsparungen natürlich entsprechend größer werden.